Kamera läuft. Und läuft. Szene 23, die erste. Guten Tag, Herr Knapp. Haben Sie auch schon gehört, was in der Villa Angerstein passiert ist? Ja, aber nur ein Unglück. Herr Karl Angerstein und alle Hausangestellten sind getötet worden. Es sollen Räuber gewesen sein. Um die 25, die alle in den Wald geflüchtet sind. Wer ist denn hier so etwas Grausames? Mit einem Beil soll man sie erschlagen haben. Auch der Herr Direktor Angerstein bleibt verletzt auf der Straße. Dabei war er heute Mittag noch bei mir im Laden und hat Schokolade für seine Frau gekauft. Stimmt, ich habe Herrn Angerstein an dem Laden gesehen und wie er dann herausgekommen ist. Den ganzen Morgen wird von nichts anderem gesprochen. Was ist der Hebe oder was? Ist in der Tür geschlagen oder was? Oh, der Seeerländer, Herr Schubere. Ich habe solche Angst, dass die Räuber wiederkommen. Da fällt mir der junge Herr Kiel ein. Der war doch heute Morgen noch bei mir im Laden und hat Brötchen für die Familie Angerstein gekauft. Da wird er nicht etwa auf. Hoffentlich passt mal die Feder bei, damit wir wieder ruhig schlafen können. Ich habe eben Herrn Kommissar Reichert getroffen. Er hat mir erzählt, dass er die Bürgerwehren in Alarmbereitschaft versetzen will, damit die nachts in den Dörfern Patrouille laufen.